sehen. Jetzt hat sich jetzt nicht so mega viel geändert, außer dass ich halt, ja, dass man sich halt auch selber weiterentwickelt hat, ne? Also ich finde es halt immer schön, wenn du halt probierst, einen gewissen Stil, den du über Jahre aufgebaut hast, halt mit anderen Stilen halt irgendwie zu mischen. Wichtig ist, dass man sich selbst nie dabei ertappt, nicht mehr das zu machen, was man eigentlich möchte. Also das finde ich halt bei weitem interessanter, ja, als halt irgendwie stetig da weiterzuarbeiten und auf der Stelle zu treten und nicht voranzukommen. Ja, man muss sich selbst treu bleiben und man muss die Wagnisse eingehen, auch Leute vor den Kopf zu hauen. Ich denke, das Unerwartete ist auch immer etwas gewesen, was uns ausgezeichnet hat, dass wir immer irgendetwas gemacht haben, was man von uns gerade nicht erwartet hat. Deswegen singe ich auch neuerdings in Bürsten. Wahnsinnig genug ist, um es dann auch mal in seiner Gänze und Vielfältigkeit des Wahnsinns zu reflektieren. Und das haben wir jetzt mit diesem Album, glaube ich, ganz gut geschafft. Sich ständig neu zu entwickeln, sich neu zu erfinden, ist sicherlich der waghalsigere Weg. Aber der macht auf jeden Fall mehr Spaß. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Living your soul for everyone. Alter, verpiss dich hier mit der Kamera, weg hier.